Gut. Den Balken da. Das da. Oh ja. Ah, okay. Hat Blade dazu gehört. Okay, gut. Wusste ich jetzt nicht. Wie, schon wieder leer. Uff. Ich habe nur mal hinten die Kinderdinger bemalt. Sieht so, naja, abgenutzt aus. Ja. Das haben wir alle dann gemalt. Oder das zu versehen. Na, guck mal, was da jetzt passiert. Ja, da kommen die alle zu uns so. Schatz, ich bin schwanger. Apropos, wo ist denn die überhaupt? James Baggy! Oh, Becky Bukubak. Biggie, Biggie, Bakabu, Duka, Duka. Wir reden später. Nee, wir reden jetzt, um auf die Hühner zu füttern. Hallo. Guten Abend, Schatz. Ich hab mich sehr aus der Gläser gesagt. Schön, dich zu sehen. Ich habe dich. Und ich bin so glücklich. Oh, zum Glück sind wir schwanger, Mann, ey. Hallo. Guten. Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Du siehst aus wie die Prinzessin. Das ja, ist so süß von dir. Vielleicht so nett, ja, ich kotze gleich. Ist meine Frau sagt, fragt sie mich eigentlich, ob ich komplett dumm bin. Oder was bei mir falsch läuft, ob ich wieder Sex bin. Ich so, ja, ich erst vor 3 Minuten mit dir. Was? Ne. Spaß. Ja. Ja, A-Putz, Feinputz, B-Putz. Ist das grün? Das sieht grün aus. Das ist auch grüner. Oh Gott. Es ist überall. No. Schatz, ich bin schwanger. What the fuck? Ich hab geschaut, was sind 200 irgendwas. 300. Ich glaube, das wird nicht mehr. Müssen wir Salami hin, Kleiner. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Diamühnerstall. Ja, das ist nichts Neues. Kühe müssen gemolken werden. Ist auch nichts Neues. Wieso ausrufen fühlt sich stark? Nee, hungrig ist er noch nicht. Hat er sich beschwert. Frage ist aber, was passiert, wenn der wirklich komplett overhungert ist, ne? So richtig hardcore-mäßig. Stirbt er dann? Eine ausgezeichnete Qualitätsfrage, Mr. Boogie. Ausgezeichnete Qualitätsfrage. Wir können halt jetzt jeden Tag herkommen. Hier, der fette Renovierungsaktionsstarter. Weil dafür fehlt uns definitiv die Einnahme. Tomaten habe ich nicht, Transport habe ich nicht, Flüge fällt, Transporter, okay, hat sich erledigt. Wobei, da können wir eigentlich wieder renovieren. Ah, merkt ihr das, was ihr Renovierungsjunk ist, wenn sie süchtig sind und ihren Stuff brauchen, aber da dran kommen, machst du jede Mission, die sie regeln können? Genau das mal. Gut, dann schauen wir kurz nach unserem Gewächshaus, schauen dann kurz nach den Beanies. Thai Beanies. No! Lass mich raus! Ich werde ganz nass. Ich hab geduscht. Fühl mich so schmutzig. Die Thai Beanies haben nix. Und die anderen Thai Beanies was? Sag mal, wächst hier auch mal was? Ich stelle nur Fragen. Die Detail Beanies haben auch nix. Kann man das eigentlich nicht wegmachen? Ne, ich glaube, das brauchen wir noch. Egal. Ist nur ein Gerüst, scheiß drauf. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Scheiße, ich habe die Ziegel verkauft. Na Gott, bin ich dumm. Hätte ich benötigt. Auch nix. Okay, ich glaube, das war's dann mit der Bienchens. Ach, das zu. Ich will es nicht viel schöner aufmachen. Ist auch so schön blau, ne? Halt, da waren sie. Becky ist da. Ich hoffe nicht, dass sie schwanger wird, ich würde heulen. Ist aber echt, wenn sie schwanger wird, was dann? Na? Hey, Jackie! Ich bin beschäftigt. Oh ja, bück dich. Was? Schön dicht. Wir könnten etwas Fisch oder Gemüse brauchen. Hä? Ich könnte was Leckeres für...
Ich frage sie, was braucht ihr? Ich brauche nichts. Ich frage, wie soll gehen? Dann sagt sie, sie braucht Fisch oder Gemüse. What the heck? Achso, ich kann, glaube ich, damit jetzt X-Bahn stellen, ne? 34 Stück noch. Ich meine, ich hätte alles gebaut. Da drin braucht man keins mehr. Das könnte man vielleicht frisch verkleiden noch. Oh, da brauche ich nochmal Holz. Uff. Uff. Warte mal, wenn die gerade draußen ist, wir sollten vielleicht herkommen und ihr Material noch verarbeiten. Dorfenmilch. Ah ja. Danke, Finn. Ist dir genehmigt, Grün? Wäh, die färbt sich. Warum mach ich die Tür zu? Das ist doch offen, Alter. Die kannst du aber zumachen. Aha, flüchtet mal wieder, Mr. Fass. Ich war gerade überlegen, was man kaufen, aber es lohnt sich nicht. Wo die Autos stehen auf der Straße, keine Ahnung. Ja, wächst. Warte mal, kann ich nicht umholzen. Nein. Oh man. Auch nicht. Ist das eigentlich die Brücke? Müssen wir hier noch werden. Jetzt fährt's, oh Gott. Ich lasse die Steine mal da. Ich mache hier aber mal auf. 806. Dann gehen wir kurz. Holz kaufen und Dachziegel und Glasur, die drei Sachen. Dachziegel brauchen wir so oder so noch. Ja, doch. So machen wir das. Holz, Dachziegel und Glasur. Gut. Brom, 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 brom. Das war so ein Carbon-Macher, echt. Ey, bestimmt witzig. Uff. So, they see me rolling. They hating. Piep, 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 piep. Aussteigen. Holz, Lasur, Dachziegel. Yo, scheiß auf die Dachziegel, Bruder. Kaufen. Kaufen. Brauchen wir beides noch. Auf Dachziegel sind wir gerade zu teuer, Alter. Stell ab. Wie funktioniert das? Ich dachte gerade so, hä, was will der? Kommt nix. Könnte was kommen. Oh Gott, was ist denn heute los? Meine Güte. Alles gut, nichts passiert. Wir schauen mal, ob wir die Brücke reparieren können. Ja, ich frage, wie besoffener. Ich mag es auch gerade. Wäre aber cool, wenn es mit der Brücke klappen würde. Ja, guck, stellt sich automatisch wieder auf. Traumhaft. So. Guck, perfekt. Dachziegel 400, alle. Brauche ich mir noch ein paar Gewächshäuser dafür, damit das klappt. So, Dele. Holz? Holz 100 Stück. Erstmal zu, bevor der Hund abhaut. Ich würde es einfach mal die Brücke im Instand setzen könnten. Ist aber geil. Ach komm, das ist aber scheiße. Guck, da hätte ich schon gewusst, dass er... Ah, die Tür kann man doch noch machen.
Mach eine Solaranlage auf die Hundehütte. Ey, wenn das klappt, dann flippe ich komplett aus. Wo ist unser Hund? Ja, neugieriger Furz, wie ist er wieder durchgekommen? Ist er wieder übers fucking Tor gehüpft? Uff. Das ist jetzt übel. Geht das? Okay. Ja gut, den Zaun können wir noch reparieren. Das Hühnerding, der Hammer, ne? Ne, nicht ganz. Und noch Material für Solaranlagen. Oh, das können wir jetzt testen. Ob mir das Holz innen drin ersetzen kann? 42 haben wir noch. Oder ob das sagt, kill Solaranlage. Mit Holzdiele, ne? Das Holz muss so verhetzt aussehen. Geht echt gar nichts. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Können wir die Fässer instand setzen? Nö. Das ist natürlich noch schick, wenn man das instand setzen könnte. Aber naja. Holzzeitig haben wir da ja alles gehabt, ne? Ich gehe da auch nicht. Nee. Das wäre natürlich intelligent, wenn man es machen könnte, aber es wäre intelligent. Wo denke ich denn nur? Da geht halt auch nichts. Ja, dann reparieren wir einen Zaun. Und das war's mit dem Hals wieder. Bagag. Dann schauen wir mal, was wir mit Hundi einstellen können. Hundi-Hüte. Okay, ich glaube, da geht doch kein Solar drauf. Schade. Ich hätte es gefeiert. QQ. Armes Hundi wird keine Photovoltaikanlage haben. QQ. Machen wir als erstes den Hühnerstall fertig. Müssen aber erstmal Geld verdienen, dass wir noch eine Photovoltaik-Palette nochmal kaufen können. Dann könnte man noch Photovoltaik drauf und das ist erstmal als allererstes durch. Bin ich gerade echt dabei, muss ich sagen, links zu verticken, die Kürbissuppe. Weil es so selten Leute kommen, die Kürbissuppe wollen, dass sich das eventuell gar nicht lohnt. Ich hab den Holzbalken übersehen! Nein! So, wir wollen hier noch was für die Zeile, aber trotzdem hier kann das fertig gemacht. Reicht es überhaupt? Ah, ich glaub's nicht. Es sind noch 14 da, ne? Oh, das reicht nicht. Bei weitem nicht. Es sind noch 4 da, 10 da. 8. Nee, es sind 2 noch. Ja. Letztes Mal gecheatet. Aber ist egal. Können wir das theoretisch. Was ist bei dir los, Becky? Ich bin beschäftigt. Ich spring auf dich drauf. Boing, boing. Schatz. Schön, dich zu sehen. Ich habe dich vermisst. Gut. So spät ist noch gar nicht. Schön, dich zu sehen, meine... Wir könnten etwas Fisch... Ja. Ich frage, wie es geht und redet von Fisch. Brauchst du irgendwas? Nein, im Moment. Gut, dann das ciao. Metall wollte ich sagen, ne? Kann man das mit Metall ersetzen? Noch mal zu nennen, viel Material. PNG-Zaun wieder. Das wäre natürlich interessant. Könnte man das theoretisch mit Metall ersetzen? Lol, wir können ja also mit Metall machen. Was die Hundehütte. Oh, die Hundehütte wäre fett! Da geht auch nichts, ne? Ne, kannst du draufsetzen wie die fette Katze. Dich? Auch nicht. Kann man nicht mit Metall ersetzen? Ne. Dich? Ne. Innen drin die Dings gehen ja, die Futternäpf-Dinger da, ne? Die sollten zucken. Ah, ich finde Holz natürlich, ja. Da könnte man überlegen, ob wir es machen, aber nee. Ja, dann haben wir da nichts zu tun, da ist nichts zu tun, Felder sind bewirtschaftet, dann könnte man kurz ein bisschen Rasen mähen. Wo gibt's hier noch was?
Ja, wir haben doch so ziemlich alles gemäht. Hinterm Haus auch? Der stört mich schon die ganze Zeit. Kettensäge. Jo, weg mit den Bäumen. Wenigstens aber doch das im Flippy aus. Gut. Ich glaube, das war's jetzt. Weiß nicht, schön, wenn die Sonne drauf brennt. Ah, schöne Solaranlage. 297 und... Ne, Keller habe ich ja schon gemacht. Da kann ich nichts mehr machen. Der ist schon komplett. Ja, der ist komplett. Okay. 297,31. Minus 385,31. 88 Euro haben wir gemacht. Geile Solage, yes. Schlafe für eine Woche, garantiert nicht. Aber die Solarkatze pennt natürlich da. Ist das geil. Pennt unterm Dach. Ah, schön, dass es mal wieder regnet hier. Das haben wir so selten im Spiel. Das war echt angenehm. So, mit den Feldern mal gut. Boah, ich hab das noch nie erlebt, dass die Hühner hier drin sind. Ich war gerade voll erschrocken. Ich so, fuck, alle sind ja alle krank oder tot oder was geht hier? Klar, logisch sind die hier drin. MC Hahn auch. Ich hab das echt noch nie gehabt. Ohne Scheiß jetzt. Ich bin komplett surprised gerade. Ich hatte das, glaube ich, echt noch nie, dass das geregnet, die Hühner waren drin. Also, man merkt man, wie selten hier im Game regnet, ne? Voll das Dürreland. Wunderbar. Ein Tutelader. Na, T-Rex. Krass. Das ist echt ein Wunder! Nö, Gieße brauchen wir da nix. Stell mich hier mal unter. T-Rex macht nichts aus. Katze sitzt da. Becky blockiert wieder. Okay, gibt's Arbeit für uns? Nö. Sportveranstaltung, Tag, bis mal Drohnenwettbewerb. Die blockt uns ja wieder. Wie viel Geld haben wir? 3,85, reicht aber nicht fürs Dach. Dann könnt ihr wieder Holz kaufen, aber bringt auch nicht viel. Oder Lasur kaufen. Vielleicht in den Kinderzimmern noch was? Ich will jetzt eigentlich triggern, dass sie schwanger wird. Ja, die Holzlasur auf dem Boden. Das Babybett. Okay. Yo. Okay, schönes Bild. Lebt er eigentlich bei dem Kleinen? Hier, schönes langes Sideboard. Lebt. Ja, auch zum Hinhängen. Garderobe hinter der Tür. Würde ich vielleicht mal zweite hinmachen, ne? Könnte mir jetzt halt eng werden. Ja, wie fühlt sich? Noch nicht, Entschuldigung. Ah, amore. Oh. War noch ein Putz, ne? Der sieht mir jetzt auch nicht so fertig. Aber bei... Das Geländer, ich hab's schon wieder vergessen. Nein! Ich brauch doch Holz. Wir gehen. Oder gehen wir Holz kaufen? Ja, komm, wir gehen Holz kaufen. Ein Holz geht noch. Aber nur Holz. Mehr nicht. Sagte er. Kontostand empty. Was soll jetzt den ganzen Sommer hier? Ich kann sagen, ich bin schon mal gefahren, aber seit wann gibt es Geräusche? Ist ja geil. Macht sie auch Geräusche? Nee, macht keine Geräusche. Achso, weil er sich anfängt einzugraben, ist ja geil. Ist es fett. Hey, oh, warte mal, da war ein Pfeiler. Ups. So, mal aufhören, denn uns kommt Verkehr, wir müssen die ärgern. Kann man da nicht hängen bleiben? Nö, fährt man durch, okay.
Oh. Ich will das Geländer nicht noch reparieren. Echt jetzt? Ich bin auch froh, dass es hier kein Schadensmodul gibt. Und hier so? Was ist hier? Hitbot. Box. Mach ich ein bisschen komisch. Holz auf der Seite. Wir haben noch 172 Euro. Muss ausreichen. Gar nicht so viel, wenn die Freunde da arbeiten geht, ne? Vielleicht sieht man irgendwann sogar, wenn die fett wird. Ja, cool. Yo, Bruder! Chill mal! Das Geräusch, ohne Scheiß. Ich habe noch nie sowas gehört in dem Spiel. Das Spiel passiert bald 40 Stunden, da kommt immer mal wieder was Neues dazu. Uff! Ich will es nochmal hören, bitte. Geht es vielleicht auch kaputte Bude dadurch? Wartet mal. Ja klar. Nee, das respawnt auf der Insel wieder. Ah, das ist doof. Ich hätte mir jetzt gewünscht, es würde kaputt gehen. Als wir uns vor kurzem auch. Sonntags. Echt gut geschüttet. Nee. Doch? Nee. Doch? Was sonntags? Ach komm, ich hab gleich hier. Warum das Ding hinten drauf? Ist ja egal. Aufnehmen, Holz. Sieht doch ganz nett aus. Ach, das ganze Treppenhaus klar. Ja, okay, lebt. Das ist mit Hühnern aber echt cool, dass sie drin sind. Dann haben wir noch rechts noch ein bisschen Zaun und dann war es das eigentlich ganz in dem Holzfach. Was ich jetzt nicht wollen, was noch reparieren hätte. Das können wir vielleicht mit Metall ersetzen. Das auch. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nö. Hunde kann man auch nicht ersetzen durch Metall. Oh, eine Metallhundehütte, please. Okay, geht nicht. Es war ein Versuch wert, es war. Wenn es eine Metallhundehütte gewünscht, aber was willst du machen? Es geht echt? Geil. Geiler Shit. Metallzaun? Zufällig? Achso, ne, hat man schon getestet. Das kann man auch nicht reparieren. Das ist schon im Grunde repariert. Noch drauf. Ja. Ja. Dann gehen wir rein, bevor wir krank werden, ne? Oh ne, komm mit. Ach, die macht wieder Zeugs, komisches. Wir müssen nur passieren dann wieder. Gut, dann schlafen wir jetzt. Dann danke fürs Zuschauen. Sie können dann einen kleinen Kommentar nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Farmer Dynasty. Ich gucke jetzt also Red Dead Redemption 2 auf, nehmen wir Ghost of a Tale. Oh, viel zu tun. Gleich kommt die Balance. Sie ist schwanger. Sieht ja schon dick aus? Nee, nur tot. Alter, was machst du mit deinem Arm immer? Stimmt das? Ja, das stimmt so. Aber trotzdem sieht es aus, als hätte ich den Ellenbogen gebrochen. Naja, was ihr wissen. Bis dahin und Wiedersehen. Tschüss.